Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Abschleppdienst Floßdorf schickt den Abschleppprofi Stefan Lülsdorf zum ersten Tageseinsatz. Wir fahren jetzt nach Bad Neuenahr ans Steigenberger Hotel. Dort steht ein Mercedes mit Automatikgetriebeschaden. Wir fahren jetzt mal dahin und gucken uns das Ganze erstmal an und sehen dann weiter. Ein Schaden am Automatikgetriebe bedeutet immer, dass der Wagen abgeschleppt werden muss. Guten Tag. Dankeschön. Danke. Gut. Ich bin von Karlsruhe hergefahren. 250 Kilometer, ohne Probleme. Dann kam man nach Bad Neuenahr und plötzlich guckt da und langsam musste ich auf die Seite fahren. Ja. Was? Das ist halt der Abschlepphaken. Den drehen wir jetzt vorne rein und dann ziehen wir das Auto damit hoch. Ich muss Ihnen gleich die Verkleidung von dem Schaltknauf, von dem Schaltknüppel, die kann man hochklipsen. Die muss ich Ihnen etwas hochnehmen. Dann drückt man einen gelben Knopf und dann kann man das Getriebe notentriegeln. Dann kann man ihn auf neutral stellen. Ja. Ne? Nicht, dass Sie denken, ich nehme Ihnen das Auto auseinander. Ne? Ich sag's. Nein, um Gottes Willen. Also, dann bringe ich so halt Neues, dann können Sie mitnehmen. ja. Hier auch reinklipsen, rausnehmen und dann den Haken ganz normal reindrehen. Das geht bei dem noch relativ gut. Bei der Baureihe Mercedes kommt das eigentlich relativ häufig vor, dass die ein Problem mit ihrem Automatikgetriebe haben. Was bei denen auch ganz gerne ein Problem ist, bei Mercedes generell, die haben Probleme mit ihrem Funkschlüssel, mit ihrem Infrarotschlüssel hier. Das bei dem jetzt zum Glück nicht. Das Kläppchen lege ich Ihnen vorne in den Beifahrfußraum. Das ist die Abdeckung von vorne von dem Abschlepphaken. Also? Ja, nur damit es, wenn Sie den Abschlepphaken später wieder rausschrauben, das dann aus Kläppchen da haben, wo es hingehört. Ich habe jetzt einfach mal im Stand ausprobiert, ob wir den noch irgendwie auf N stellen können, ohne den halt not zu entriegeln. Das geht bei denen zum Glück noch. Das heißt, wir können den jetzt ganz normal aufladen und dann zur Werkstatt bringen. Mit der Fernbedienung kann Stefan Lülsdorf die Seilwinde aus dem Pannenfahrzeug heraus bedienen. So kann er es ohne Probleme auf den Transporter steuern. Schön. Da Sie ja nicht mitten in die Werkstatt fahren und das ja doch ein hochklassiges Auto ist, allerdings leider ein paar Schäden hat. Die Schäden, die für mich jetzt ersichtlich sind und offensichtlich sind, die dokumentiere ich jetzt. Ja, das müssen Sie mir dann halt gleich auch noch mal unterschreiben, bitte. Der hat fast 500.000 Kilometer. Ich habe es gesehen, da hat schon gut was gelaufen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir halt hingehen und das Offensichtliche halt einfach mal für uns als Sicherheit dokumentieren. Das ist vorne rechts. Das ist insofern wichtig für uns, einfach nur, damit wir wissen, wie das Auto aussieht und wie wir es auch der Werkstatt übergeben. Also, dass weder der Kunde noch die Werkstatt hingehen kann und sagen kann, pass auf, du hast beim Abschleppen irgendeinen Schaden gemacht. Ja.
Das ist jetzt erstmal nur, dass ich die Schäden aufgenommen habe. Ja. Dafür hätte ich jetzt gerne eine Unterschrift. Einfach mitten rein. Jawohl. Halten Sie es direkt fest. Und das ist jetzt für den eigentlichen Abschleppvorgang, dass wir Ihnen das Auto auf ADAC-Kosten zur Werkstatt bringen. Ja? Okay. Schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Der Fall an sich war zum Glück relativ einfach. Er hätte ganz anders ausgehen können, weil ich halt einfach nicht direkt vor dem Auto parken konnte und das Auto halt auch relativ schwer ist. Ja, und ich musste halt versetzt aufladen, das heißt, ich musste eine Kurve fahren, um das Auto aufladen zu können. Alles in allem hat es aber, denke ich, noch gut funktioniert. Wir hatten sehr viel Glück, was halt das Aufladen sichern etc. angeht. Stefan Nülsdorf ist unterwegs zu seinem nächsten Auftrag. Wir fahren jetzt nach Kreuzberg. Da haben wir einen Auftrag vom Ordnungsamt bekommen. Ich weiß nicht, was uns genau da erwartet. Der Auftrag scheint etwas kurios zu sein. Es handelt sich wohl um ein Auto, was seit über einem Jahr da wohl steht und abgemeldet ist auch. Und mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Das verlassene Auto steht auf einem Parkplatz an der S-Bahn. Von dort soll Stefan Lülsdorf es abschleppen. Das Auto ist vom Ordnungsamt beschlagnahmt worden. Da gab es wohl irgendwie eine Anhörung oder so und keiner meldet sich. Und dann, deshalb nimmt das Ordnungsamt das Auto jetzt in seinen Gewahrsam. Also ein halbes Jahr, ja, steht der schon. Also man sieht auch, der hat hier unten schon grün angesetzt und also der steht schon ein paar Tage hier. Ich lege eine Rundschlinge um den Querlenker und ziehe mir den dann rum. Das geht in dem Fall ganz gut, weil der Boden ist relativ weich. Das heißt, man kann den dann schön so um die Kurve aufs Plateau ziehen. Das geht. Eine Rundschlinge ist ein sehr strapazierfähiges Band, mit dessen Hilfe sich große Lasten heben oder ziehen lassen. Das ist eine Umlenkrolle hier. Ich muss ja ich kann ja nicht vor dem Auto parken, muss aber das Seil irgendwie in einem relativ geraden Winkel, 90 Grad Winkel vom Auto haben. Deshalb nehme ich mir jetzt so eine Umlenkrolle und versuche damit das Auto erstmal rumzuziehen. Die Seilwinde hat 3 Tonnen Zugkraft. Das Auto hat ja einen eingelegten Gang drin. Und damit der sich nicht gerade so wehrt beim Aufladen, gehen wir jetzt mit Spezialwerkzeug hin und machen das Auto auf und holen zumindest den Gang raus. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Das sind Pumpkissen. Damit kann man die Tür vom Dach ein bisschen abspreizen, um mit einem Greifer dann von innen an den Türinnengriff zu kommen. Jetzt wäre schon mal ganz interessant, ob das Ordnungsamt dann irgendwie da reingucken will oder so.
das. Das ist jetzt ein Greifzug. Damit kann ich halt von innen ans Out an den Türinnengriff ziehen. Zack, Auto auf. Und Überraschung. Boah.